moin, liebe Leute. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer Rubrik Unboxing und Gewinnen. Wer es noch nicht weiß, ich sage es immer am Anfang eines jeden Videos. Bei unserer Rubrik Unboxing und Gewinnen, da stellen wir in jeder Ausgabe oder in jeder Folge, stellen wir Angelgerät vor, das uns gut gefällt und von dem wir denken, dass es euch etwas bringen könnte. Und ihr könnt dieses Angelgerät dann am Ende vom Video auch gewinnen. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch dann am Ende vom Video. Genauso wie ich euch dann verkünde, wer das Tackle-Teil vom letzten Mal, also von unserer letzten Unboxing- und Gewinnen-Folge gewonnen hat. Aber jetzt erstmal zum Produkt für diese Folge. Ich habe es hier vorne schon aufgebaut, beziehungsweise aus dem Karton genommen. Ich halte es jetzt einmal hoch. Die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, ein Bedshare. Stimmt auch, aber dieses Teil hier, das kann noch viel mehr. Ich sage jetzt einmal kurz den Namen. Ich hoffe, ich mache es richtig, weil es ist ein sehr langer Name. Ich habe ihn mir ein paar Mal angucken müssen und deshalb jetzt ganz langsam. Es ist das MK8 Bein Bedshare Camu Sleeping System von MK Angelsport. Ich habe es schon gerade gesagt. Und wie ihr euch schon denken könnt, es handelt sich dabei um ein System, nicht nur um ein reines Bedshare. Und was genau dieses System umfasst und was dieses System kann, das zeige ich euch dann gleich, weil ich werde die Liege jetzt auch nochmal aufbauen gleich. Aber erstmal zwei, drei Sachen schon mal hier, die mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel diese Spanngurte hier unter der Liege. Das heißt, es ist nicht so wie früher, dass dann diese Bespannung hier am Rahmen ist. Die kann schnell aufreißen, geht schnell kaputt. Das ist hier sehr gut gelöst. Und auf der anderen Seite, das könnt ihr hier sehen, dieser Spanngurt hier, womit die ganze Liege für den Transport gut zusammengepackt werden kann. Das heißt, das ganze Ding klappt auch nicht auseinander ungewollt oder so. Dafür ist dieser Spanngurt hier extrem gut. 8 Beine hat die Liege. Das heißt, es steht auch richtig gut sicher. Auch auf, ja, wie soll man sagen, auch auf unebenem Untergrund und auch richtig stabil. Ich habe gesehen, bis 160 Kilo ist die Liege ausgelegt. Also da kann ich noch ein paar Tafeln Schokolade futtern, bis ich da nicht mehr drauf passe. Also soweit schon mal ganz gut. Ich baue das Ding jetzt einmal auf im nächsten Schritt und dann gucken wir uns mal genau die ganzen Vorteile des Systems an. Leute, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, es handelt sich hierbei nicht um eine normale Liege, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, sondern es ist eine Kombination bestehend aus Bedshare, also Karpfenliege, und einem hier, wie soll man sagen, integrierten Schlafsack. Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil ich habe sonst immer eine Liege dabei und noch eine Schlafsacktasche. Das nimmt im Kofferraum und auf dem Trolley eine Menge Platz weg. Aber wie gesagt, hier ist alles vereint. Der Schlafsack ist praktisch in der Liege integriert, kann man sagen, lässt sich aber auch noch rausnehmen, dazu erkläre ich gleich später noch ein bisschen mehr. Und ich habe praktisch nur einen Teil dabei, kann das zusammen oder aufklappen und es spart wirklich eine Menge Platz. Jetzt erstmal noch ein paar Details hier zu dem ganzen Teil. Die Liege ist 2,11 Meter lang, 88 cm breit die Liegefläche. Das reicht locker für mich aus, locker auch für einen größeren Angler, das ist gar kein Problem. Der Schlafsack gefällt mir gut hier in diesem ja, komplett modernen Tarnsystem. Tolle Optik gefällt mir gut. Es ist übrigens auch ein Five-Season-Schlafsack, also den könnt ihr auch im Winter benutzen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn es richtig kalt ist, könnt ihr mit dem Teil hier trotzdem angeln und müsst nicht frieren. Aber darüber hinaus, ich hoffe, man kann das hier sehen. Ich mache mal die Reißverschlüsse auf. Das ist hier ein Zweilagensystem. Ihr könnt praktisch diese Lage hier abmachen im Sommer. Und dann habt ihr auch einen Sommerschlafsack mit nur einer Lage, mit nur einer Decke statt zwei. Denn es ist ja so, wenn man diesen Five-Season-Schlafsack im Sommer benutzen würde, dann könnte man nachts nicht schlafen, weil man vor Hitze in dem Ding kaputt geht. Also das geht hier nicht, oder das muss hier nicht der Fall sein. Man kann einfach die eine Lage hier abnehmen und dann könnt ihr das Teil im Sommer auch sehr gut verwenden. Die Reißverschlüsse von dem Ding gefallen mir auch gut, sind sehr leichtgängig und nehmen keinen Dreck auf. Tolle Qualität, und es ist auch so, dass der Schlafsack zu beiden Seiten aufgeht.
Das heißt also, egal wie ihr euer Zelt oder euren Schirm oder sonst was hinstellt, ihr könnt zu beiden Seiten beim Biss dann raus aus dem Schlafsack. Seid da nicht eingeschränkt beim Aufbau. Ich habe schon gesagt, 8 Beine hier von der Liege. Das Ding steht hervorragend. Könnt ihr also auch gut ausrichten. Die Beine sind auch ausfahrbar. Also wirklich wieder ein sehr durchdachtes System hier, das Teil. Und ja, jetzt im nächsten Schritt werde ich euch dann verraten, wie ihr diese tolle Kombination hier gewinnen könnt. Bevor es jetzt an die Gewinnfrage geht, noch ein kleines Detail, was ich vergessen habe. Man kann natürlich auch den Schlafsack komplett abnehmen hier von der Liege über einen Reißverschluss. Könnt ihr also praktisch das ganze Ding einfach abzippen und habt dann auch nur die Liege, wenn ihr das haben wollt. Also das ist auch kein Problem. So, und jetzt kommen wir zur Gewinnfrage für dieses, Moment, ich muss wieder nachdenken, MK8-Bein Bedshare Camu Sleeping System. Wieder ein schwieriges Wort. Wie immer, eine Gewinnfrage müsst ihr richtig beantworten und hier unter diesen Film in die Kommentare reinposten. Es ist eigentlich wie immer, und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könnt ihr auch diese Gewinnfrage problemlos beantworten. Und zwar lautet die Gewinnfrage für dieses Teil hier, ich habe es auch im Film gesagt, also wer gut aufgepasst hat, kann es beantworten, bis wie viel Kilo ist hier diese Liege belastbar? Bis wie viel Kilo ist hier diese Liege belastbar? Ich habe es relativ am Anfang gesagt. Wer es jetzt noch nicht weiß, einfach mal zurückspulen, den Film nochmal von vorne gucken und dann dürfte diese Gewinnfrage hier kein Problem darstellen. Und dann, wie gesagt, postet einfach die Antwort hier unten in die Kommentare zu dem Film rein. Und ja, wenn ihr dann richtig antwortet und die Glücksfee euch auswählt oder einen von euch auswählt, der hat dann dieses tolle Teil hier gewonnen. Da wünsche ich euch dann schon mal viel Erfolg bei. Und jetzt im letzten Schritt dieses Videos, dann erkläre ich euch oder verrate ich euch, wer den Deadbait-Rucksack vom letzten Mal von Spro gewonnen hat. So, liebe Leute, jetzt die wahrscheinlich von einigen mit Spannung erwartete Auflösung des Gewinnspiels vom letzten Mal, also von dem Deadbait-Rucksack von Spro. Die Glücksfee hat wieder einen ausgewählt. Ich habe wieder einen Screenshot gemacht. Und zwar gewonnen hat den Rucksack der User mit dem Namen Gerion Haibach. Gerion Haibach. Nachname buchstabiere ich mal kurz. H-E-I-B-A-C-H. Gerion, wenn das dein Vorname ist, du hast den Deadbait-Rucksack vom letzten Mal gewonnen. Schreib uns bitte eine E-Mail mit einem Screenshot von deinem YouTube-Account, damit wir auch wissen, dass du es wirklich bist. Und deine Adresse, damit wir dir den Rucksack zukommen lassen können, an bigfishmedia@web.de. Und dann kümmern wir uns um alles. Und ja, jetzt wünsche ich euch dann, bin ich ja schon fast durch mit dem Video, deshalb wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnen des Schlafsacks. Ganz wichtig, wenn ihr diesen Schlafsack- und Liegenkombinationsteil hier gewinnen wollt, dann solltet ihr Bigfish Media abonniert haben und auch die Glocke aktiviert haben, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird, denn da verkünden wir ja immer den Gewinner. Und wenn ihr uns keine E-Mail schreibt, weil ihr nicht wisst, dass ihr gewonnen habt, tja, dann bekommt ihr den Preis auch nicht. Also Bigfish Media abonnieren und Glocke aktivieren und dann habt ihr beste Chancen hier auf diesen Schlafsack. Das war's für mich für dieses Unboxing und Gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr am Wasser seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal entweder zu einem Angelfilm oder einem Unboxing und Gewinnen-Film. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.